Papst Franziskus genießt weltweit Respekt und Anerkennung. Seit er zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde, setzt er bei heiklen Themen wie Homosexualität und Abtreibung neue Akzente. Auch beim Thema Missbrauch hat der Papst sehr deutlich Stellung genommen. Jetzt besucht Franziskus erstmals die USA. Betroffenen hier sind seine Worte von 2014 noch deutlich in den Ohren. Ich verpflichte mich dazu, kein Leid zu tolerieren, das einem Minderjährigen angetan wurde, unabhängig von der Stellung des Täters in der Kirche. Im Juni stimmte Papst Franziskus der Schaffung eines Vatikantribunals zu, das die Vertuschung von Missbrauchsfällen durch Bischöfe ahnden soll. Ein von Betroffenen lange geforderter Schritt, wie auch von Becky Iani aus den USA. Ab dem Alter von 8 wurde sie jahrelang in ihrer Kirche in Virginia missbraucht. Heute ist sie Vorsitzende von SNAP, einer Gruppe, die sich für Opfer von Missbrauch in der Kirche engagiert. Die Worte von Papst Franziskus sieht sie skeptisch. Er hat viel versprochen und viele Gesten gemacht. Er hat gesagt, wir richten diese päpstliche Kommission ein und jenes Gericht, das sich um das Thema Vertuschung von Missbrauch bei Bischöfen kümmert. Doch in Wirklichkeit ist sehr wenig geschehen. Es wurde viel geredet, aber bis wirklich etwas passiert, habe ich wenig Hoffnung, dass er anders ist als die anderen. Missbrauchsfälle beschäftigen die katholische Kirche seit Jahrzehnten. Die Verfehlungen von Geistlichen haben die Kirche in den USA umgerechnet mehr als 2,5 Milliarden Euro gekostet. Doch den Opfern geht es nicht vorrangig um Geld. Einige haben Sorge, dass der erste Besuch von Papst Franziskus in den USA von den eigentlichen Problemen ablenken könnte.